In dem Haus waren wir drin, in dem waren wir auch schon drin. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal richtig hier umgucken. Und da hinten ist schon was. Schatten. Und Kraft 5 Reagenzien. Sehr schön. Ein Mana-Trank haben wir. Das ist ein bisschen mau. Sonst noch irgendwo irgendwas? Nö. Geschafft. Kraft 7, okay. Kommen nicht weit. Der Schadenszauber von der Klerikerin hilft nicht bei Untoten. Und Eis wirkt nicht bei Untoten. Also müssen wir die Geister jetzt mit Pfeilen beschießen. Ich probiere nochmal ganz kurz. Nee. Das wird schwierig hier. Also müssen wir eventuell an recht vielen Gegnern vorbeilaufen. Komm, stimmt. So. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Das heißt, eventuell müssen wir das ganze Gebiet hier vorerst sein lassen, bis wir die richtigen Zauber gefunden haben. Was aber sehr ärgerlich wäre. Ich höre schon stöhnende Geister. Wo sind die? Da unten. Oh, warte mal. Piu, 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 piu. Oh, wir rutschen gleich den Hang runter. Das ist jetzt nicht so gut. Oh, da ist eine Kiste. Ah, ich habe nichts gesagt. Au. Noch irgendwo? Da ist noch einer. Zwei. Du bist näher dran, oder? Komm, 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 komm. Du bist näher dran. Tot. Oder und tot, tot. Komm schon. Ich will dich nur noch umbringen, dann will ich die Kiste plündern. Und dann verabschieden wir uns wahrscheinlich schon von der Ecke hier. Oh, Kleriker in K.O. Nicht so toll. Komm schon. Girugon. Ein guter Treffer. Ja. Oh, hier ist noch irgendwo ein Ge Hallo. Okay, ich mach mal rundenbasierend weg. Und tacker ein bisschen. So. Also, einsammeln, aber die haben nichts dabei. Das ist nicht viel. Truhe. Autsch. Wow. Wow. Das kommt mal alles mit. Waffenöl der Funken. Was machst du denn? Verleiht einer nicht magischen Waffe die Fähigkeit der Funken für 30 Minuten pro Stärke des Öls. Ha. Ich würde gerne helfen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Vampirfluch. Ding? Das kann ich nicht erkennen. Das kann ich nicht erkennen. 1250. Brauchen wir wirklich noch so Den ein albernes Mondtöter Ding? Langdolch. Doppelten Schaden gegen den Mond. Aber doppelt von 2d3 ist immer noch ganz schön wenig. Ja, aber doch. Eine sehr, sehr schöne Kiste. Wenn jetzt 18.000 Gold. Oh, da ist noch einer. Komm, bleib stehen. Das heißt, wir könnten uns jetzt. Ja. Welche Zauber genau bräuchten wir jetzt? Also, wir bräuchten die Expertenränge für unsere Magier, denke ich mal. Also sie Wassermagie. Sie am besten Luft und Erde. Und sie wird eh kein anderes Zauber sprechen können gegen die Geister. Nee, es wird an diesen beiden hängen bleiben. Das heißt, sie bräuchte Expertenrang und dann den Blitzstrahl. Hier Expertenrang mit dem Bienenschwarm. Sie bräuchte Expertenrang und dann eventuell den Säurestrahl, wenn sie den denn bekommt. Ja, wir bräuchten eigentlich eine Meistergilde für die Elementare. Weil in Harmondale gab es zwar die Zauberschulen, aber die waren alle recht schwach ausgeprägt. Also nur die Grundzauber konnte man da finden. Und in Erassia gab es nur die klerikalen Zauber. Ein bisschen ärgerlich. Und bei den Zwergen hier wird es bestimmt auch keine so große Magierakademie geben. Außer eventuell natürlich Erde. Erde würde ganz gut zu denen passen.
Okay, wir machen das so. Wir bleiben hier. Wir suchen jetzt die Zwergenhauptstadt. Versuchen da so schnell es geht reinzukommen, ohne gegen allzu viele Geister kämpfen zu müssen. Gucken wir uns dann da um, ob es eine schöne Erdakademie gibt. Versuchen da den Zauber zu kaufen für Lunanera. Und allgemein ein wenig Geld auszugeben für bessere Ausrüstung, damit wir hier bestehen können. Und wenn das soweit nicht klappt, gehen wir halt zurück nach Rassia. Gucken uns da in der Kanalisation vielleicht um oder gehen sogar zu den Elfen. Also zu den anderen Gebieten, die nach Harmondale kommen würden normalerweise. Weil hier ist es echt ein wenig ärgerlich, dass die Zauber, die wir sprechen können, ja, schon mal eine Sackgasse, dass die Zauber, die wir sprechen können, hier gar nichts bewirken. Und die Grüfte, die hier überall verteilt sein sollen, die hören sich auch danach an, als wenn da Untote hausen würden. Also noch mehr Kreaturen, die nicht von Eis bzw. Kälte und klerikalen Zaubern beschädigt werden können. Also dem klerikalen Zauber, den wir gerade benutzen. Wenn wir jetzt einen Untote vertreiben hätten, wäre das was ganz anderes, aber haben wir nicht. Oh, ein Erz. Wir haben halt nur diesen Schmerzenszauber. Und ein Geist spürt nicht so viele Schmerzen, denke ich mal. Komm. Weg mit dir. Liegen hier noch irgendwelche Kisten rum? Ich frage aus ganz uneigennützigen Gründen. Nee, nur diese schlechten Obsidian-Dinge. Also ja, sie sind nicht wirklich schlecht. Theoretisch kann man daraus auch so ein Billigkraut, das man überall findet, gleich einen 5- oder 6er Trank machen. Oh, mir. Nehmen wir mal mit. Da kommen wir her, richtig? Sagt unsere Karte. Ja, da kommen wir her. Okay. Bisschen Augen zusammenkneifen und in die Entfernung gucken. Ich sehe so keine Kiste und hier geht es auch schon wieder weg. Also wir müssen irgendwie hier hochkommen und über die Brücke rüber. Achso, da ist die Brücke. Wir müssen da gar nicht hoch. Okay. Ist aber sehr interessant, die Konstruktion da hinten in der Entfernung. Da sind noch Geister. Na gut, wir wollten nicht alle töten. Es gibt bestimmt auch stärkere Versionen von diesen Geistern und da hätten wir dann noch mehr Probleme. Ohne Zauber. Oh, au. Dämon? Gockling. Okay. Und da hinten scheint wohl eine von diesen Grüften zu sein, aber das muss warten. Oh. Geister. Die uns aufgelauert haben auf einer Brücke. Das ist auch ganz schön garstig. Oh, lauf, 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 lauf. Nein, die Kleriker kann wieder. Das ist nicht gut. Bleibt weg, ihr. Komm. Ich hoffe mal, ich falle jetzt nicht gleich irgendwie rückwärts runter. So, kaputt. Lauf. Und Girogon muss unbedingt einen Heilzauber lernen. Genau für solche Situationen. Also wir könnten... Oh, da ist die Stadt, sehr schön. Also wir können auch einen Heiltrank benutzen, aber da bin ich gerade zu geizig für. Reiner. Steinstadt. Steinstadt ist eine der großen Bastionen der Zwergenrasse in unserer Welt. Das Haupttor sieht sehr sicher aus. Okay. Einmal. Ist es wirklich klug, da reinzugehen? Was für ein Zwerge, die machen nichts. Die haben putzige Helme auf und so. Mitglied in der Erdgilde sind wir schon. Rote Zwergenmine. Brakade hat uns das Land, in dem wir die roten Zwergenminen anlegten, vor einigen Jahren als Lehen überlassen. Das ging so lange gut, bis die Medusen kamen und unser Volk die Minen streitig gemacht haben. Nur die Götter wissen, was für Schrecken dort nun lauern. Die Minen waren im Nordosten Brakadas. Ja, interessiert uns jetzt nicht ganz so sehr. Wir würden erstmal gerne in die nächste Taverne. Was kann ich euch bringen? Und können gleich wieder Akkomet spielen. Erstmal hätten wir gerne ein Zimmer. Gute Nacht. So. Dann werden wir hier noch nicht Akkomet spielen, weil die letzte Partie ist nicht gerade lange her. Sucht ihr etwas? Sondern wir wollen erstmal das da verkaufen. 2d4 plus 5. Das klingt gut. Wobei ich noch nicht weiß, was die jetzige macht.
Standard? Nee. Danke für euren Besuch. So, ich muss jetzt wissen, was das da macht, Talana. Das kann ich nicht erkennen. Sie muss unbedingt auch identifizieren, auf Experte bekommen muss. Sucht ihr etwas? So, erkennen, was machst du? 2d5 plus 3, also 5 bis 13 Schaden. Besonderes. Wir hatten 5 bis 13 und das hier sind 7 bis 13. Ja, aber dafür auch mehr Angriffskraft. Also ja, das können wir mal kaufen. So, und das andere verkaufen. Fähigkeiten? Nicht so wirklich viel. So, du kriegst bitte den da. Zing. Wie schaut's bei deiner Rüstung aus? Die besten Rüstungen. Du kannst nichts mehr lernen. Oh, das sieht doch schick aus. Edler Kettenpanzer der Feuerresistenz. Silberschild der Luftresistenz. Reiterschild der Magie. Oh, mehr Zauberpunkte. Also den kaufen wir mal für Lay. Den kaufen wir mal einfach so für alle. Hülalü. Erstmal plus 10 Rüstung. Also noch besser als der Silberhandschuh. Dann plus 5 auf Intellekt und Charisma. Das ist doch wie geschaffen für Lunanera. Die braucht ja sowohl Intellekt als auch Charisma für ihre Mana. Ja, der wird auch gekauft. Und der nicht unbedingt. Noch Standard irgendwas Tolles? Plus 10 Wasserresistenz, plus 2 Alchemie. Unser gutes Gold geht weg. Weg wie warme Semmel. Hm, aber 2 Alchemie klingt schon praktisch. Ich glaube, den kaufe ich mal. Bis bald. Der hat sich gerade den Keks gefreut, der Händler. So, du wolltest. Ach, du hast schon einen guten. Der hier war für Lunanera. Der war ebenfalls für Lunanera. Genau, die können weg. Du kannst den anziehen, der kann weg. Was hast du eigentlich für einen Handschuh? Das kann ich nicht erkennen. Irgendeinen. Aber die können auch weg, die werden nicht magisch sein. So, das kann alles zum Schmied. Die besten Rüstungen. Zing, 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 zing. 8900. Kommt wieder. Nicht viel. Echt nicht viel. Also Taverne haben wir hier, eine Bank haben wir, Waffenhändler und Dingens. Wir brauchen aber eine Magierschule. Was haben wir hier? Eine Magierschule. Meistergilde der Erde. Das klingt doch sehr gut. Willkommen in der Erdgilde. Wir Todesblüte für 10.000. Nein. Todesschwarm. Genau den wollten wir haben. Kaufen. Stein zu Fleisch klingt auch sehr praktisch, aber wir haben noch nicht so viel Geld. Also lassen wir das erstmal. Ja, verklickt. Du lern mal das da. Jetzt kenn ich einen neuen Zauber. C, und du hättest gerne nicht mehr Funkenflug, sondern das da als Standard. Okay. Das heißt, wir können jetzt auch mit Lunanera aus der Entfernung die Gegner angreifen und nicht immer diese kleinen Funken davor uns auf die Füße schmeißen. Gibt es hier vielleicht noch andere Gilden? Thronsaal. Oh, du bist keine Gilde, aber du bist auch wichtig. Da könnten wir gleich mal reingehen. Denn hier sollen wir ja anfragen, was wir machen müssen, damit sie zu uns kommen und unser Dorf wieder aufbauen. Aber jetzt werde ich erstmal abspeichern und wir sehen uns dann gleich wieder.